9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Norbert Niekur. Jetzt Meyer war der beste deutsche Torwart der 70er. Metertöter, St. Niekur-Olle. Erlebt er seinen sportlichen Höhepunkt im Verein. Schalke, Vizemeister und Pokalsieger, wird in Gelsenkirchen begeistert empfangen. Eins können Sie mir glauben, kein Regisseur hätte diese Fußballschau heute besser inszenieren können. Spannender geht es wirklich nicht mehr. Werner Biskup gegen Niekur. Und der bleibt Sieger. Niekur rettete damit das 5:2 in der Verlängerung über die Zeit. Der nächste Akt also, Elfmeterschießen. Den Anfang machte der Gastgeber, machte Schalke 04, Klaus Fischer. 1:0 für Königsblau. Der 1. FC Köln mit Hannes Löhr. Eins zu eins. Libuda, der Kapitän der Schalker. Und Wolfgang Overath, der Kapitän der Kölner. Beide Spielführer verschießen, Niekur hält und wird darauf gleich selbst zum Schützen. Ja. 2:1 Schalke. Dann Thielen für Köln.
Der erneute Ausgleich. Helmut Kremers mit seinem dritten Strafstoß. Schalke wieder in Führung. Werner Biskup, in der Verlängerung hatte er ja schon einen vergeben. Den hier nicht. Dann Erwin Kremers, der Linksaußen. 4:3 für S04. Jupp Kapellmann und der fünfte Elfmeter für Köln. 4:4. Ab dann konnte jeder Elfmeter die Entscheidung bringen. Fichtel. 5:4. Simmet. 5:5. Dann wieder Beverungen. Im Spiel ging sein erster daneben. Und der hier auch. Alles vorbei. Wenn Glowacz trifft für Köln, ist Schalke raus. Norbert Nikbur hält seinen dritten Strafstoß. Der nächste, Heinz von Haaren, der Spielmacher. 6:5 für Schalke. Und was macht Kölns Kohlmann? Der Pfosten beendete eins der dramatischsten Pokalspiele aller Zeiten. Schalke siegt nach 21 Strafstößen mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Köln und zieht damit ins Pokalfinale 1971-72 ein. Am 1. Juli in Hannover, Stanley Buda und der Pott. Schalke ist zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger geworden. Es ist die vielleicht beste Schalker Mannschaft nach dem legendären Kreisel. Die Pokalsieger von 1972, die im Finale den 1. FC Kaiserslautern 5:0 überrollen. Nach dem Halbfinal-Thriller gegen Köln mit 16 Elfmetern ist das Endspiel mit Schärs 2:0 nach einer halben Stunde entschieden. Nikbur, Fichtel, Rüssmann oder Torschütze Lütke Bomert. Die Defensive ist top besetzt, der Angriff überragend. Allen voran Revierikone Stanley Buda, hier mit der Vorarbeit für Torjäger Klaus Fischer. Dazu die Kremers-Zwillinge mit Helmut als Doppeltorschützen. 5:0 im Niedersachsenstadion mit Erfolgstrainer Ivica Horvath gegen chancenlose Pfälzer, der einzige Titel einer goldenen Schalker Generation.
shaking what she got. And when I tell you she was cool, she was red hot. I mean that she was smooth. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we fell about the place. But that chick don't wanna know. Forget her. The boys are back in town. Boys are back in town. Oh yeah.
Wir spielen immer sogar bei Wind und Regen, auch wenn die Sonne lacht und andere sich vergnügen. Doch schön ist der Lohn, wenn 100.000 Freunde zusammenstehen. Fußball ist unser Leben, ein König. Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor auf dem anderen fällt. Ja, einer für alle, alle für einen. Wir halten fest zusammen. Hey! Heute ist der Sieg, dann unser sind Freude, der für uns alle bestellt. Schlageralarm. Ich seh uns zwei als Liebespaar, wie's früher einmal üblich war. Oh, Fata Morgana. Ich seh uns strahlend hoch zu Ross vor unserem eigenen Märchenschloss. So richtig nach Prinzessinart bist du romantisch und ganz zart. Und sind es auch nur Träumereien, ich lass das Träumen niemals sein. Mir fallen die tollsten Dinge ein, wann immer wir uns sehen. Und sind es auch nur Träumereien, ich lass das Träumen niemals sein. Mir fallen die tollsten Dinge ein, wann immer wir uns sehen. Bis jetzt hast du mir nicht einmal ein Lächeln nur geschenkt. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das ein wenig kränkt. Doch das kann mich nicht hindern, dich wie keine zu verehren. Und sei es auch nur von fern. Ich seh uns zwei verliebt wie nie in unserem Land der Fantasie. Oh, Fata Morgana. Beim Küssen flüsterst du mir zu, mein All und alles bist nur du. Oh, Fata Morgana. Dann wird mir plötzlich kalt und heiß, denn du stehst vor mir ganz in Weiß. Oh, wie wir das schön. Und sind es auch nur Träumereien, ich lass das Träumen niemals sein. Mir fallen die tollsten Dinge ein, wann immer wir uns sehen. Und sind es auch nur Träumereien, ich lass das Träumen niemals sein. Mir fallen die tollsten Dinge ein, wann immer wir uns sehen. Dann das Stadion bis zum Rand gefüllt, wird noch lauter als im Löwenpark Westerholt gebrüllt. Wir Trompeten singen, treiben Elfmann vor. Und alle Fans von alt und jung singen wie aus einem Mund. Ja, ja, wenn Schalke 04 nicht mehr, wär das Badstadion. Der Sieg dann erst errungen, wird von allen Fans gesungen. Ja, ja, wenn Schalke 04 nicht wär, wär das Badstadion immer leer. Ja, ja.
Ja, und nach dem Spiel sind sie dann alle zusammen rüber nach dem Vereinsheim, ne? Spieler, Schiedsrichter, Gegner, Polizei und haben sich ein auf die Lampe gekippt, auf ihren Sieg oder die Niederlage oder Unentschieden, egal, ein Grund gab es immer. Das war so ein schöner, lustiger Hauch von Fußball. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und insbesondere eine möglichst störungs- und ärgerfreie gute Woche. Und auf Wiedersehen.